Also nur Mut, das ist meine Aussage in die Kamera. Super, Ja? super. Vielen Nur Mut Dank. und authentisch, Authentizität. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben. Herzlich willkommen nochmals, Christian Sist auf What's Opera Doc, dem YouTube-Kanal für professionelle Sängerinnen und Sänger. Wer das erste Video mit Christian noch nicht gesehen hat, bitte, wir blenden euch das ein. Bitte unbedingt anschauen. Das Unbedingt ist anschauen. ja, wirklich. Da sind ganz viele tolle Sachen schon genannt worden, wichtige Sachen. Wir haben über Intendanten gesprochen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen in unseren eigenen Kreis wieder zurückgehen, in unseren Kreis der Sänger unter uns. Es ist ja oft so, dass es in den Produktionen immer wieder Schwierigkeiten gibt. Und wir erleben das alle, dass wir untereinander nicht ganz eins sind. Ja. Dem einen passt was nicht und dem anderen passt das nicht und so weiter. Wie kann man da eine Gemeinschaft vielleicht herausfinden? Also ich persönlich leide auch immer wieder einmal darunter. Vor allem ist es bei mir meistens so, wenn Dinge nicht gut funktionieren, also wenn es irgendwelche Stress gibt mit was ich, Regisseuren oder mit der Intendanz oder was, ja. Also ich persönlich muss ehrlich sagen, hatte das Problem noch nie, ja, warum auch immer. Also ich bin eigentlich bis jetzt mit extrem wenigen Ausnahmen immer sehr gut ausgekommen, ja. Aber einige Kollegen hatten das Problem und ich weiß nicht, ob es mit meiner Größe zu tun hat oder mit was auch immer, mit meinem Auftreten, ja. Ja, ich muss dich kurz korrigieren, weil Ja. es gab schon einen öffentlichen Fall, wo du auch einen Konflikt hattest. Ne? Wir wollen den nicht verschweigen. Das war in Das war in Trier. Trier, ja, aber das war sozusagen also kein Konflikt in diesem Sinne, sondern das war einfach eine absurde Handlung. Ich hatte aber bis zu diesem Tag, ja, also mit dem Intendanten, also bis er dann gesagt hat, nein, ja, zu einer Abmachung, die wir getroffen hatten, hatte ich mit ihm überhaupt keine Probleme, also über null, ja. Okay, aber wir wollen noch nicht Nein, über nein. diesen Fall sprechen. Ich wollte nur Genau, korrekterweise, weil du genau. gesagt hast, du hast noch nie Bis Probleme auf wenige gehabt. Ausnahmen, sagte Gut. er. Ja. So, das heißt, die kommen dann zu mir, vielleicht weil ich so groß bin, ja, oder, Die und die Sängerkollegen sehen können nicht. sagen, das ist so fürchterlich und alles so fürchterlich und kann man da nicht was tun. Und dann war schon öfter so, dass ich dann was getan habe, also sprich dann das ausgesprochen habe, Vor dem Intendanten oder beim mit dem Intendanten oder beim Regisseur Regisseur, oder oder einfach ja. drüber gesprochen habe, ja, und dann wurde gefragt, aha, ist das so? Und dann war das große Schweigen im Raum, ja. Das heißt, es wird wahnsinnig viel im Hintergrund geschimpft, ja, und kaum jemand, bis so gut wie niemand, spricht die Themen dann tatsächlich an. Obwohl ich glaube, das ist nicht nur bei den Sängern so, das ist allgemein bei den Menschen so, ne? Ja, aber obwohl, wie gesagt, ich habe im letzten Video schon gesagt, auch in anderen Bereichen tätig, also so krass kenne ich es nicht, Aha. ja. Also ich weiß zum Beispiel, dass in Firmen, ja, wenn solche Themen vorkommen, wie sie teilweise vorkommen, also wo es einfach wirklich arbeitsrechtliche auch also Verstöße gibt, ja, also wo einfach geschrien wird oder wo beleidigt wird, ja, oder ich weiß nicht, Ruhezeiten nicht eingehalten werden, ja, wo man einfach unter Druck gesetzt wird oder wenn man dann angerufen wird, wenn man im Krankheitsfall, ja, also dass man doch dringend kommen soll, ja, und solche Dinge, ja, da bist du also in der normalen Wirtschaft, ja, bis zu fristlos als Chef. Also wenn das ein Geschäftsführer macht und das kommt raus, hat er Riesenprobleme, also massive Probleme, ja. Das ist eben hier nicht der Fall. Ja. Das wird immer so eingeordnet, ja, also und der Künstler sind halt emotional, nicht? Also wenn halt dann der Intendant oder der Regisseur schreiend durchs Haus geht, dann ist halt emotional und das muss man doch verstehen. Ja. Und ich finde, muss man überhaupt nicht verstehen, ja, weil Kunst hat sehr viel mit Verletzlichkeit zu tun. Wenn ich also mich auf der Bühne da aufmache und also wirklich aus dem tiefsten Herzen und aus der Seele da, also Gerade als Sänger, genau, man gibt das Innerste was du mir preis. gäbe, als Schauspieler eigentlich auch und auch als Ja. Tänzer genauso, ist einfach sehr verletzlich. Ja. Ja. Und wenn ich das tue, dann bin ich doch abhängig, finde ich, von einem Arbeitsklima, das eben unterstützend, respektvoll und annehmend ist. Also ist zumindest meine Meinung. Ja. Ja. Vielleicht gibt es ja Leute, die brauchen, dass sie geschlagen werden, dass sie dann quasi also eine gute Leistung bringen. Das ist aber dann eher, wird eher unter Psychose einordnen. Ja. Aber gibt es natürlich so Kollegen, ja. Ja, und da meine ich, wäre es ganz notwendig, wenn wir also als Sänger auch die Dinge viel mehr aussprechen. Weil man muss es auch mal von der anderen Seite sehen. Ja? Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin jetzt Intendant, ja, und kann ja nicht bei jeder Probe und in jeder Situation präsent sein, das geht ja nicht. Ja? Es ist ja für mich auch wichtig, die Dinge zu wissen. Ja? Und die Angst, die aber besteht, ja, ist, dass wenn man irgendwas sagt, ja, dann hat man das Problem, vielleicht wird man gekündigt oder kriegt dann die Rolle nicht mehr und so weiter. Und meine Erfahrung ist, dass das vielleicht in einigen Fällen stimmt. Das ist aber sicher die
absolute Minderheit. Und dass in den meisten Fällen, wenn man damit mit so einem Problem kommt, ja, und auch, aber mit Nachdruck kommt, nicht irgendwie so kommt, ja, ich hätte da so eine Frage und einfach sagt, schau, die Situation ist so und so, ja, und das ist das Problem und wie können wir das lösen? Also wenn man sozusagen offen auf jemanden zugeht, also ich glaube, die meisten, ist auch meine Erfahrung, mich hatten diese Themen ja auch schon, ja, also ich habe es eigentlich immer so erlebt, dass dann eine Lösung gefunden wurde. Ja, die Lösung war vielleicht jetzt nicht 100% das, was ich wollte, aber wenn es 80 oder 70% ist, das, was ich wollte, ist es ja auch gut, weil wir sind in einem System drinnen, ja. Warum hast du, denkst du, warum sind die Kollegen oft schüchtern und trauen sich nicht, machen den Mund nicht auf? Naja, es gibt im Moment, also seit mindestens, sage ich mal, 15 Jahren, ein Überangebot an Sängern und ein Unterangebot an Jobs. Und es gibt natürlich immer wieder die Erfahrung, dass man sehr freiwillig quasi ist. Ja? Also wir haben ja früher gesprochen über das ernannte Kündigungsrecht, ja? Die Möglichkeit der Nichtverlängerung ohne wirklich sinnvolle Angaben von Gründen. Also Nichtverlängerungen funktionieren auch so, dass da niemand anderer eingebunden werden muss. Also wenn der Intendant sagt, du hast da bei der Aufführung dreimal einen falschen Ton gesungen und dann warst du noch dreimal stiff, ja, dann, also, ja, dann kann er dich kündigen. Ja, was in anderen Jobs auch nicht möglich ist. Ja. Also es gibt ja auch keine Due Diligence, ja, und keine Accountability in irgendeiner Art und Weise, dass da andere Leute eingebunden werden. Ja. Das heißt, man weiß einfach, ja, weil ja auch gerade Kunst sehr viel mit Geschmack zu tun hat, man weiß einfach, man ist extrem austauschbar. Ja, Ja. aber wie könnte man dieses Problem jetzt dann lösen? Ich meine, wie kann man den Leuten dann trotzdem sie ermutigen, den Mund aufzumachen? Also, Bei der Gefahr, dass sie den ja. Job verlieren. Ich glaube, dass man es auf einer persönlichen Ebene sehen muss. Wenn ich jetzt mein Leben anschaue, also nicht im Moment, sondern vielleicht einmal auch 10 Jahre davor gehe, ja, der Fakt ist, und das kann ja jeder Kollege nachschauen und sich anschauen an einem Beispiel von hunderten Kollegen. Ja, wenn ich das nicht tue, ja, und wenn ich immer mehr quasi unter Druck komme, ja, wird mein Singen immer schlechter. Wenn mein Singen immer schlechter wird, kriege ich keinen Job mehr, sprich, die Karriere ist zu Ende. Okay? Das heißt, ich habe die Möglichkeit, sozusagen diesen Druck auszuhalten. Es gibt auch ein paar, die halten es aus, aber ganz wenige, die meisten halten es nicht aus. Und das heißt, es führt auf jeden Fall zum Ende. Ja. Ja? Und ich sage aber, ich habe aber lieber sozusagen eine offene Kommunikation und ich versuche es, die Situation zu verbessern, als mich so innerlich fertig zu machen, dass dann in ein paar Jahren sowieso vorbei ist, Genau. weil die Stimme einfach nicht mehr funktioniert. Ganz genau. Ja? Oder weil ich mir dann als Dancer dauernd irgendwas bricht, weil ich einfach nicht mehr diesen Fokus habe. Ja? Oder weil ich als Schauspieler. Ja, dann, ich weiß nicht, ich glaube, bei den Schauspielern am leichtesten kommt mir irgendwie vor, was halt wirklich eine totale Typfrage ist. Ja. Aber gerade bei also Gesang und also Musik und dem Tanz, glaube ich, ist das eine große Sache. Ich kann das nur nochmals betonen, wie wichtig das ist, dass man seine persönliche Würde einfach Das ist bewahrt. es. Und Das dazu ist ist es. es wichtig, dass man den Mund aufmacht und authentisch spricht, was einem am Herzen liegt. Und Absolut. bitte, liebe Kollegen, macht's den Mund auf, ja? Sagt, Ja. was euch am Herzen liegt, was euch nicht passt, habt's Mut. Weil energetisch, wenn ich dazufügen kann, energetisch ist es ja auch so, wenn ich sozusagen im Hintergrund immer pitche, oder, also, wie ist das auf Hochdeutsch, also, in mir sagt man fahren, nicht? Aber wie sagt man in Deutsch, also quasi, also Stänkern, Quengeln, quengeln, ja? Also wenn ich im Hintergrund einfach sage, hey, der ist ein Depp und so fürchterlich und hässlich und grausig, ja? Das zieht mich ja energetisch runter. genau. Ja, das zieht mich ja energetisch runter und ich persönlich finde es auch den Menschen gegenüber nicht respektvoll, weil ich weiß ja nicht genau, warum der tut, was er tut. Ja? Und bevor ich es erfrage, werde ich es auch nicht wissen. Ja? Und natürlich stimmt es und diese Situationen kenne ich auch von Kollegen, ja? Dass man dann was tut und dann vollends aufs Hirn bekommt. Ja? Aber dafür gibt es aber dann aber auch sozusagen eine GdBA zum Beispiel, weil auch kaum einer von uns Mitglied ist. Also ich bin jetzt kein großer Fan von der GdBA, weil in Das meiner. ist, wie, was ist das, Die die, Künstlergewerkschaft in ja. Deutschland, ja, weil die eigentlich also in meiner Wahrnehmung viel zu wenig machen. Ja. Nur sie machen vielleicht auch deswegen nur so wenig, weil sie nur wenige Mitglieder haben. Ja. Also, ich meine, warum sind die Orchester und die Chöre so gut vertreten? Weil 90% von den Chorsängern und von Orchestermitgliedern in Deutschland Teil der Gewerkschaft sind. Ja. Oder es gibt einen Betriebsrat, ja, oder es gibt sonstige Vertrauenspersonen. Ja. Man muss einfach den Mund aufmachen. Und man soll den Mund sozusagen höflich aufmachen und faktenbezogen aufmachen. Ja? Aber wenn ich nicht zum Intendanten gehe, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich mir nicht erwarten, dass sich was ändert. Ja? Und meine Lebenseinstellung ist ohnehin die, ja? Also ich muss authentisch sein. Wenn ich nicht authentisch bin, wenn ich mich verbiege, bin ich nicht glücklich. Und ich möchte aber glücklich sein. Und auch gerne ohne Job glücklich sein, als mit Job unglücklich. Ja?
Das ist eine ganz wichtige Aussage. Und das kann ich nur jedem aufs Hirn schreiben. Merkt euch das. Ja. Und es ist ein Irrglaube, dass man mit diesem sich anpassen, ja, durchkommt. Weil ich nenne jetzt auch keinen Namen, aber es gibt genug Beispiele von Kollegen und Kolleginnen, die sich extrem angepasst haben. Dann hat das funktioniert, 3 Jahre lang, ja, und dann kam aber die neue Star-Kollegin, die dann halt der neue, sozusagen das neue heiße Pferd im Stall war. Und so schnell hat die andere Kollegin, die genauso gut gesungen hat wie davor, gar nicht schauen können, wie die weg vom Fenster war. Das heißt, es ist eigentlich ein sehr kurzfristiges Denken, dass das funktioniert. Ja, und da meine ich, wenn man schon kurzfristig denkt, dann kann man auch kurzfristig glücklich denken. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man aber dadurch respektiert wird und dass es dann eigentlich allen besser geht, ist meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach auch höher als umgekehrt. Ja. Für mich gab es nie eine andere Wahl. Ja. Es hat mir sicher vielleicht den einen oder anderen Job gekostet. Ja, weil die da gesagt haben, naja, ja, der Sis, der ist ja so selbstbewusst, ja, so Glaubst what. du das wirklich? Und kann du, ja, ich habe es ein, zweimal gehört, ja. Aber auf der anderen Seite war ich halt wahnsinnig glücklich, wenn ich dann halt mit einer Marianne Clement oder mit einem David McVicar in London in Covent Garden gearbeitet habe, ja, und die mich einfach respektiert haben und die gern mit mir Bier trinken gegangen sind danach. Ja, okay. Ich war aber nicht anders, ich habe mich nicht verbogen und ich habe nicht gesagt, ja, wunderbar und toll und ich mache jeden Scheiß, ja. Also ich habe dann auch mit Die denen haben dich diskutiert. genau dafür respektiert, dass du Genau, eine Meinung genau. hast, dass du dafür einstehst und dass du ein Charakter auf der Bühne bist. Weil Das ist das genau der ist auch Punkt. das, was Ja. das Publikum sehen will. Ja. Die wollen keine Duckmäuserchen Ja. auf der Bühne sehen, die wollen Charakter. Und das kann man trainieren, Das eben. kann man trainieren, absolut. Und ich kenne so ein lustiges Beispiel, sind die Frau Militz, ja, ist ja bekannt für also ihre Ausraster und so weiter, ja. Da habe ich mit ihr selber noch nie gearbeitet, ja, aber ich weiß jetzt von Kollegen, dass diejenigen, die dann einmal ordentlich Widerstand geleistet haben, dass es ab dem Moment ein super Arbeiten waren, weil die Frau ja also handwerklich toll drauf ist, also die hatte wirklich, ist ja wirklich also einer der Top, für mich Top-Regisseure, ja, aber es scheint immer wieder, es scheint, ich weiß nicht, aber es scheint immer wieder so persönliche Probleme zu geben, aber die Kollegen, ich habe das aus erster Hand sozusagen nicht gesagt haben, und das habe ich einmal gesagt, es reicht jetzt und drehen Sie mit mir nicht so und bla bla bla, es war Freundlichkeit ab dem Moment und sogar einmal zu einem Kollegen die Aussage, ja, endlich gibt mir wer Widerstand. Ja, das erlebe ich So. immer wieder, Ja. dass gerade die, die ganz hoch oben sind, das oft provozieren wollen, dass Genau. sie einfach auch den Charakter der Dass man Leute mal sieht, rausholen können, genau. ja, Genau. mit wem sie es zu tun haben, Genau. ob da irgendwas noch dahinter steckt. Genau, genau. Ja. Also mit einem Wort, ich finde immer beim Reden kommen die Leute zusammen, sagt man in Österreich. Ja. Also meine Erfahrung ist nicht nur im Singen in jedem Bereich, also auch Beziehungsbereich und Job und der Straßenbahn oder der Buschauffeur. Ja. Wenn man mit Menschen redet, ja, und ihnen authentisch sagt, was ihnen gerade auf der Leber hängt oder wenn man nachfragt, ja, weil oft einmal sagt ja irgendjemand was und der merkt das vielleicht gar nicht so. Das ist mir auch schon passiert, dass Leute sagen, boah, das war jetzt aber unfreundlich von dir. Ich habe das gar nicht gemerkt, ja, und dann habe ich drüber nachgedacht und dann war es vielleicht wirklich so. Die meisten Menschen sind so, dass sie sagen, boah, tut mir leid oder okay, ändern wir das und so weiter. Ich wirklich, ja. Also ich hab wirklich mit schon, ich mit dem no, Dilmann Knabe, ja, ja, wo alle sagen, Gottes Willen, fürchterlicher Typ, ja. Ein wunderbarer Mensch, ja. Wunderbar. Ich habe noch nie so, also fast noch nie so viel Spaß gehabt mit einer Produktion wie mit dem Tilman Knabe. Und da haben vorher alle gesagt, um Gottes Willen, der ist ja so fürchterlich und du wirst sehen, das ist ja das exakte Gegenteil war der Fall. Wir haben uns ganz klar in die Augen geschaut, ja, und es war eigentlich eine Liebe auf den ersten Blick. Und was sagst du zum Beispiel Frauen, die, wenn sie den Mund aufmachen, vielleicht dann als Diva verschrien werden? Jetzt kommt man in das ganze MeToo-Thema rein oder so. Also ich glaube, dass es für Frauen teilweise schwerer ist, ja, weil ich schon feststellen muss, dass es also teilweise noch einen ziemlichen Sexismus gibt, auch in dieser Branche. Ja, also das ist ja diese Kunstbranche. Nur da kenne ich auch genug Beispiele. Ich meine, du bist ja also ein perfektes Beispiel dafür, dass man mit einer klaren Ansage also sehr, sehr weit kommen kann. Weil ich meine, wie weit, also weit hast du, kann man eigentlich auf dem Planeten als Sängerin jetzt gar nicht kommen und du hast ja wirklich sogar einen sehr mächtigen Intendanten, bist ja direkt ins Gesicht gefahren sozusagen mit einer heftigen Aussage, ja, und es hat ja auch funktioniert, ja. 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 Also und Diva, was heißt Diva? Ich meine, jeder liebt der Diva. Ich meine, warum liebt jeder die nicht Repko, ja? Weil sie immer Diva ist. Ja, warum hat jeder die Callas geliebt? Weil sie eine Diva ist, ja? Und ich glaube, es ist der Unterschied Diva, eben diese Präsentation nach außen, also diese sehr
also sehr in sich stehen und professionell arbeiten. Ja. Ja, also Diva sein bedeutet ja nicht, dass ich nicht mehr professionell arbeite. Das heißt nicht, ich mache jetzt nichts mehr. Also so wie die Cavalier gesagt hat, wenn der Regisseur nicht macht oder Dirigent, wie ich will, dann reiße ich ab. Um das geht es ja nicht. Ja. Aber wenn man Diva übersetzt mit Selbstrespekt zu haben, ja, und auch Respekt einzufordern, dann glaube ich nicht, dass das irgendwie karriereschädlich ist. Ja. Ich glaube, es geht darum, einfach sachlich die Genau. Dinge zu formulieren und alles andere wegzulassen. Genau. Dann ist es überhaupt kein Problem. Also aus meiner Erfahrung, das ist ein kleiner Tipp für die Kolleginnen und die Kollegen, ja. Also ich hatte zweimal die Situation, einmal mit den Dirigenten, einmal mit dem Regisseur, wo ich also vor allen niedergebrüllt wurde, ja. Das waren die einzigen zwei Male, ja, die ich früher erwähnt habe. Und was ich in beiden Situationen gemacht habe, ist nicht sofort darauf zu reagieren, sondern dann mir den Menschen geholt habe und dann eine sehr klare Ansage gemacht habe, also sehr klare Ansage gemacht habe, privat. Ja, ohne Zeugen, also ohne dass man dann jemanden zurückbrüllt oder irgendwie beschimpft oder was. Ja. Und es hat sich beides Mal in Wohlgefallen aufgelöst. Es gab eine Entschuldigung und es gab ab dem Moment ein absolut respektvolles Benehmen. Ja. Ich glaube halt, dass man, wenn man sich dann gegenseitig so aufpusht, ja, dass das nichts bringt. Ja. Weil Das macht es nur schlimmer. wenn der eine schon heiß ist und der andere auch heiß ist, Ja. und dann ist die Erde verbrannt. Ja. Ja. Und es gibt auch Situationen, ja, wo es dann nicht geht, wo man dann keinen grünen Zweig mehr findet. Okay, aber in den meisten Fällen wird man einen grünen Zweig finden. Ja. Ja. Also nur Mut, das ist meine Aussage in die Kamera. Super, Ja. super. Nur Vielen Mut Dank. und authentisch. Authentizität. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben. Im Leben nämlich, nicht Ja, nur im nicht nur Beruf. im Beruf, im Leben. Ja. Fürs Glück. Ja. Vielen herzlichen Dank, lieber Christian Zist. Wir werden noch weitere Videos machen, also wir sehen uns Ja. wieder. Wir sehen uns gleich wieder.